Feuergruß, Feuergruß. Oh, Feuergruß. Was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Avatar Q&A, wo ich eure Avatar- und Korra-bezogenen Fragen so gut wie es geht beantworte. Wobei es heute darum geht, ob Aang genau wie er hier fliegen konnte, was es mit dem Luftschwert auf sich hat und es gibt außerdem am Ende des Videos was zu gewinnen. Also dranbleiben und viel Spaß! Im dritten Buch wird uns in der Episode Sokka und sein Meister das Windschwert vorgestellt. Ist dieses Schwert nicht komplett widersprüchlich zur Philosophie und Ethik der Luftnomaden, da sie niemanden verletzen wollen? Dass die anderen überhaupt wissen, wovon wir reden, habe ich die Stelle einfach mal herausgesucht. Jetzt noch ein Windschwert und mein Outfit ist komplett. Was ist denn ein Windschwert? Eigentlich nur ein Schwertgriff, aber damit kann man Luft so bändigen, dass sie wie eine Klinge wird. Du hast auf jeden Fall recht mit der Annahme, dass ein Schwert oder in dem Fall Windschwert weniger zur friedlichen Ethik und Philosophie der alten Luftnomaden passt. Und mit der Erziehung, dass alles Leben heilig sei, an sich auch widersprüchlich ist, ein Schwert zu führen, welches anderem Leben Schaden zufügen könnte. Wie es aber auch im echten Leben der Fall ist, kann man natürlich nicht jeden Menschen einer bestimmten Gruppierung zuordnen, sondern gibt es auch immer mal wieder Ausnahmen oder Menschen, die trotz ihrer Erziehung andere Ansichten haben und ihr ganz eigenes Ziel verfolgen. Um aber wieder zurück auf Avatar zu kommen, wäre wohl Zuko ein gutes Beispiel, ein besseres jedoch der aus dem Kiyoshi-Roman stammende Kelsang, der ebenfalls ein Luftnomade war, nach deren Lehren aufgezogen wurde, allerdings durch ein paar Ereignisse trotzdem fremde Leben auslöschte, was das Windschwert gar nicht mehr so unlogisch dastehen lässt, im Gegenteil. Es kann auch ähnlich wie die Kampfkunst Eskrima zur Selbstverteidigung genutzt worden oder eben einfach nur eine neu erfundene Kampfkunst wie Aangs Luftroller gewesen sein, die anscheinend bis dato nie wieder Verwendung fand, was auf jeden Fall schade ist. Um den mordenden Luftnomaden aber in Schutz zu nehmen, der im Prinzip gar keine andere Wahl hatte, als zu töten, die Idee hinter der Rüstung und dem Windschwert war nur ein Witz der Schöpfer, die nach Nickelodeons Anfrage, Actionfiguren der Serie zu produzieren, das als Antwort zurückgaben, im Endeffekt leider nicht genehmigt wurde und wir dafür das hier bekamen. Könnte Aang Visa hier fliegen, wegen den Chakren? Sehr spannende Frage, die ich mir selber noch nie gestellt bzw. mir auch nie aufgefallen wäre. Tatsächlich wurde uns durch Sahir oder genauer gesagt Guru Lachimas Zitate beigebracht, dass man sich in Anführungszeichen nur von allen irdischen Bindungen lösen, seine erdgebundenen Fesseln hinter sich und seinen Geist leeren muss, um zum einen in die Leere eintreten zu können und zum anderen frei wie der Wind zu werden, was uns damals schon in der Episode der Guru anhand des Kronenchakras, welches die Verbindung des Menschen zur göttlichen und kosmischen Energie darstellt und durch irdische Bindungen blockiert wird, ähnlich vorgestellt wurde, weshalb Sahir nach dem Verlust seiner geliebten Pli auch ohne Hilfsmittel fliegen konnte, da ihn ja nichts mehr an diese Welt gebunden hatte. Anders als Aang, der sich strikt weigerte, die Bindung zu Katara aufzulösen, wodurch er anfangs nicht mal in der Lage war, in den Avatar-Zustand zu gelangen. Wäre der Kampf in den Kristallkatakomben nicht dazwischen gekommen und er sich hier bewusst für die Macht und gegen Katara entschieden, was zum einen dazu führte, dass er kontrolliert in den Avatar-Zustand wechseln und zum anderen er sich tatsächlich von seinen irdischen Fesseln losriss, in die Leere eintrat und bis Azulas Blitz ohne Hilfsmittel flog. Also genau wie Lachima und Sahir. Da ich das alles aber irgendwie selbst nicht glauben konnte, habe ich nochmal Vergleiche gezogen und während Aang in der Episode der südliche Lufttempel und in der Wüste zwar ebenfalls in der Luft schwebte, war um ihn herum immer eine Art Tornado. Nachdem er sich von seiner großen Liebe löste und ein kurzer Wind durch die Agentenliste ließ, flog allerdings nicht, was auf jeden Fall eine weitere Bestätigung für diese Theorie wäre. Also ja, er konnte, wenn auch nur unbewusst, ohne Hilfsmittel fliegen, wandte die jahrtausendealte Technik von Lachima an, was ihn in dem Fall allerdings nicht viel brachte. Ich hoffe natürlich, ich habe deine Frage beantwortet und wir können in den Kommentaren weiter diskutieren. Jack the Ripper möchte wissen, was denn mit Feuerlord Osei passiert ist. Schön, dass du fragst und gleichzeitig Werbung für einer meiner letzten Videos machst, wo ich die Geschichten aller Feuerlords erzählt und erklärt habe. Könnt ihr ja gerne mal nach dem Video hier abchecken, vor allem wenn euch interessiert, wie das mit dem Feuerlord überhaupt entstanden und wer der Gründer der Feuernation ist. Nächste Frage. Wie konnte Sahir so gut Luft bändigen, nachdem er Jahre im Knast war? Ich glaube, ihr merkt schon, dass das heutige Q&A sich hauptsächlich um die Luftnomaden und das Luftbändigen dreht. Aber sorry, es ist einfach meine Lieblingsnation. Postet doch mal den Emoji eurer Lieblingsnation in die Kommentare. Doch zurück zur Frage und dem Grund, warum Sahir trotz seiner 13-jährigen Gefangenschaft und nach der harmonischen Konvergenz ein so guter Luftbändiger war. Wie wir wissen, ist Sahir ein sehr mächtiger Mann, was er auch schon war, als er Korra in Kindestagen entführen, allerdings aufgehalten und genau wie die anderen drei Mitglieder des Roten Lotus in speziell für
für sie angefertigte Hochsicherheitsgefängnisse gesperrt wurden, was schon alleine aussagekräftig genug ist. Ich meine, er wurde mit einem lavabändigenden Ghazan, einer brandbändigenden Plie, dem overpowerten Monster Mingwa gleichgestellt und als Schwerverbrecher behandelt, was sicher nicht nur daran liegen dürfte, dass er der Anführer der einst von Xai Bao gegründeten Widerstandsorganisation war, sondern auch ein Beweis für seine Macht und Können ist. Da wir über seine Vergangenheit so gut wie nichts wissen, außer dass er schon immer ein großer Bewunderer der Luftnomaden, ihrer Ansichten und vor allem von Guru Lachima war, deutet das alles darauf hin, dass er nicht nur die Geschichte, sondern eventuell auch die Schriftrollen und den Stil der Luftbändiger studiert und trainiert hat. Außerdem sich eventuell durch seine Spiritualität und den Lehren schon damals, sprich während seines Aufenthalts im Gefängnis, in die Geisterwelt begeben konnte, wie er es ja auch später und zuletzt in Buch 4 tat, um Korra zu helfen. Es könnte also gut möglich sein, dass er während seiner Reisen durch die Geisterwelt auf andere Luftnomaden gestoßen ist, die ihm durch seine geschickte Art und dem Verheimlichen seiner eigentlichen Ziele viel beibrachten, wenn nicht sogar auf Lachima selbst. Und wenn euch das unwahrscheinlich erscheint, Leute, Iroh chillt noch heute in der Geisterwelt, der vor seinem Tod in diese überging, und ich Bananen-Zwiebelsaft drauf trinke, wenn Sahir weniger spirituell als unser Lieblingsonkel ist. Ist es möglich, dass ein Bändiger eine Generation überspringt? Also die Großmutter ist ein Bändiger, ihre Tochter nicht, ihre Tochter dann wiederum schon. Ja, ist es, wie wir es zum Beispiel schon bei Katara oder Toph gesehen haben. Außerdem ist es auch möglich, dass das Kind zweier Bändiger als Nichtbändiger geboren wird, wie es bei Bumi oder Sukos Halbschwester Kiyi der Fall war. Warum das so ist, haben Brian und Michael übrigens schon vor längerer Zeit während eines Interviews verraten, wo der Fragensteller diese Szene hier als Beispiel nannte. Ich bin ein Erdbändiger. Ich nicht. Brian kam mit dem Argument, dass die beiden Schöpfer Welpen bekamen. Genauer gesagt Brüder, die sowohl dieselbe Mutter als auch denselben Vater haben. Sprich, es sich hier um einen und denselben Wurf handelt. Und während Mikes Hund einfach in der Kiste sitzen konnte und glücklich zu sein schien, verlor Brians Welpe jedes Mal die Kontrolle. Warum das so ist? Naja, es ist jenseits unseres Verstandes. Sie meinten zudem, dass sie nicht wollten, dass es eine Abstammung gibt, sondern sich eher vom Kraftfluss des Universums angezogen fühlten, was Final Fantasy VII Fans definitiv gefallen dürfte. Beschrieben das alles zudem als rezessives Gen, eine spirituelle Verbindung und eine gewisse Reihe an Faktoren. Was allerdings auch noch spannend ist, war, dass Brian das Bändigen eher als Talent beschrieb und so jeder Mensch zwar eine genetische Grundlage sowie Potenzial für das Bändigen hat, es jedoch viele gibt, die ihr ganzes Leben ohne die Entwicklung dieser Fähigkeit bzw. Talent leben, während andere wiederum durch hartes Training diese minimale Inhärenz, also die kleinste innewohnende Kraft, erwecken können, die Manifestation auf Erfahrung und Erziehung basiert, doch auch, dass die Verbindung zu den spirituellen Energien die hauptsächliche Grundlage ist, was im Endeffekt sehr schwammig klingt und an sich auch viele Widersprüche beinhaltet. Aber das dürfte auf jeden Fall erklären, dass man nicht zwingend bändigende Eltern bzw. andere Familienmitglieder braucht, die dieses rezessive Gen in sich tragen. Wow, Physikunterricht für heute beendet. Wann kommt Korra in Minuten? Leute, ihr müsst wissen, dass das Projekt Avatar in Minuten mit so viel Aufwand verbunden ist, der ungefähr 3 Videos dieser Art entspricht. Ich also viel mehr Zeit als sonst benötige. Wann Korra in Minuten also kommt, kann ich nicht genau sagen. Die Legende von Aang in Minuten wird aber in den nächsten Wochen erscheinen, was auf jeden Fall auch wieder richtig lustig geworden ist. Falls euch das aber noch nicht lang, schaut doch einfach nochmal die anderen 3 Teile an, wo ich mir sicher bin, dass es immer noch ein paar Jokes gibt, die ihr noch nicht entdeckt habt. Ja, ist das Tattoo erstmal da, ruft auch schon die JVA, weshalb der Rebellion der Teenie daraufhin seine 7 Sachen packte, mit Appa wegflog und durch die Zauberkarte Schwerer Sturm auch schon ins Meer gerissen wurde. Gegen die sich zwar der Avatar mit Hilfe von Gletscherspalte einfrieren und retten konnte, aber auch gleichzeitig zu seinem Verschwinden führte, wo sich der Kreis auch schon schließt. Spaß. Und die letzte Frage. Wie konnte Opal Metallkleidung tragen, ohne Metall bändigen zu können? Ich meine, wie konnte sie sich so gut bewegen, obwohl ihre Kleidung voller Metallplatten war? Nicht nur Opal, sondern auch viele andere Nichtbändiger, wie zum Beispiel Varric oder Jolie, waren ebenfalls in der Lage, dieses Gewand zu tragen, was mit Sicherheit daran liegen dürfte, dass die Metallelemente zum einen sehr dünn gewesen sind und zum anderen vielleicht sogar aus Aluminium bestanden, sprich so gut wie nichts wogen. Außerdem bin ich mir sicher, dass sie zwar auch zum Bändigen da waren, hauptsächlich jedoch als Deko und Accessoire dienten. So, bevor wir jetzt zur Verlosung kommen, wollte ich mich natürlich nochmal für die vielen Fragen bedanken und euch auch heute wieder einmal bitten, mit dem Hashtag FragAang neue Fragen fürs nächste Avatar Q&A in die Kommentare zu posten. Und da das alles ja sowas wie eine Art Community-Projekt ist, euch nochmal daran erinnern, dass auch ich eine Kanalmitgliedschaft anbiete. Ihr durch eine Mitgliedschaft nicht nur coole Emojis neben euren Namen habt, sondern auch bei diesem Format bevorzugt behandelt werdet. Außerdem ihr gerne mal Rezo abchecken könnt, der heute der Fragenvorleser war, ebenfalls Avatar-Video.
Videos macht und ein ganz netter Dude ist. Aber wie ihr schon an der Dauerwerbemusik hören könnt, kommen wir nun zur Verlosung und den Kopfhörern, die mir Ludos freundlicherweise für euch zur Verfügung gestellt haben. Ludos ist ein kleines Unternehmen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Gamern sowie YouTubern und Musikliebhabern mit ihren Pentapus-weichen Stöpseln durch das angenehme Tragekomfort den Alltag zu erleichtern und einen denken lassen, man schwebe mit Sahir durch die Lüfte. Außerdem durch den guten Bass und der abnormal engelsgleichen Soundqualität ihres Gesangs um Geisterwelten besser wirken lassen. Ihr wollt einer der vier gewinnen? Nun, dann folgt doch einmal Ludos und mir auf Insta. Schreibt außerdem unter mein neuestes Bild, welche Farbe ihr haben wollt und wartet bis zum 25. Juli auf meine Nachricht, ob ihr ein Gewinner seid oder nicht. Die Links dazu findet ihr auch nochmal alle in der Infobox und ansonsten würde ich das Video hier jetzt beenden. Leite euch links zu meinem letzten Video weiter, rechts für ein weiteres Q&A, in die goldene Mitte, um mich zu abonnieren und ciao.